Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Wie ihr seht, ist das heutige Video mal wieder so ein bisschen mehr im Vlog-Style. Ich filme jetzt auch mit meiner Vlog-Kamera und ich hatte einfach mal Bock, richtig gemütlich mit euch zu quatschen. Ich wollte euch unter anderem einige private Dinge aus meinem Leben erzählen, die es so Neues gibt. Dann zeige ich euch auch gleich ein bisschen meine Wohnung und was ich da getan habe seit meiner letzten Roomtour. Ich liebe es nämlich immer total, mit euch auf Instagram in meiner Story zu quatschen und euch da ganz viel Privates zu erzählen. Aber manchmal wird das dann schon etwas zu lang und deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt einfach nochmal ein privates Video und update euch mal. Seitdem ich euch letztens mal auf Instagram gezeigt habe, was ich mir Neues für mein Schlafzimmer gekauft habe, haben mich ganz viele gefragt, ob ich euch nicht mal generell so den neuesten Stand meiner Wohnung zeigen kann. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das gerade alles hier aussieht. Okay, so könnt ihr es besser sehen. Also man kommt ja hier rein, dann ist hier mein Bett, habe ich gerade noch extra gemacht und genau, hier sieht das Ganze so aus. Ich habe übrigens alle Möbel von IKEA, falls ihr meine Videos noch nicht so lange gucken solltet. Hier ist auch mein Kleiderschrank, also ich habe auch noch ein Ankleidezimmer, das zeige ich euch gleich, aber hier ist auch einer. Und hier, das ist jetzt auch neu, habe ich einen Schminktisch und hi, hier bin ich in meiner Jogginghose, Hauptsache. Ja, ich habe jetzt neuerdings meinen Schminktisch hier in dieses Zimmer gestellt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe es. Ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Was ich jetzt aber auch noch neu habe, ist halt hier dieser Spiegel über dem Schminktisch. Den habe ich neu aufgehangen, der ist von Poco. Schminktisch ist von IKEA. Und hier habe ich dieses Bild, das habe ich mal bei Desenio bestellt. Und was jetzt auch ganz neu ist, ist zum einen hier dieser Sonnenbrillenständer, den kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, ist von Amazon. Und hier dieser Kettenständer, den finde ich auch richtig gut, weil da wirklich ganz, ganz, ganz viele Ketten drauf passen. Den Kettenständer verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Genau, oh mein Gott, und wo ich es gerade hier sehe, Leute, okay, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Guckt mal bitte, das ist mein Patenkind. Wie süß! Wie cute ist der bitte? Okay, und ich zeige euch jetzt auch nochmal ein anderes Zimmer, was nach wie vor ein bisschen extrem chaotisch ist. Aber dieses Zimmer strukturiere ich gerade um und ich bin extrem überbelichtet. Wartet mal eben. Okay, so ist besser. So, und zwar, tada, diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich jetzt gerade in meinem Ankleidezimmer stehe. So, eigentlich waren hier immer drei Kleiderschränke, jetzt sind aber nur noch zwei übrig. Und zwar diese hier, das sind diese Pax-Kleiderschränke von IKEA. Und wie ihr seht, sehen die hier oben ziemlich geplündert aus. Ich hatte ja hier oben immer meine ganzen Handtaschen stehen, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich ja letztens einen ganz, ganz großen Insta-Sale gemacht habe mit meinen ganzen Handtaschen, weil ich die einfach echt zu selten getragen habe. Und genau, ich werde auf jeden Fall auch nochmal in Zukunft welche dort verkaufen. Also falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, dann macht es einfach. Da heiße ich ja Laura Joel und wir sind jetzt auch gerade fast 900.000. Worüber ich mich mega freue. Okay, aber jetzt zum anderen Thema. Auf jeden Fall stand hier halt in der Ecke auch immer ein großer Kleiderschrank und den habe ich jetzt abgebaut und dafür habe ich mir jetzt da so eine Kleiderstange hingetan. Das ist aber noch alles überhaupt nicht fertig hier. Ich fand das nur jetzt schon mal ganz gut, weil diese Kleiderstange, die habe ich von IKEA auch, kann ich euch aber auch mal verlinken, die gibt es auch bei Amazon. Da dachte ich mir, es ist ganz praktisch, weil auf diese Kleiderstange kann ich dann immer so die Kleidungsstücke dranhängen, die ich neu habe, die ich gerade abfotografieren möchte, für Instagram-Fotos zum Beispiel. Achso, ja, und hier in meinem Flur habe ich diese Fotos hier aufgehangen, beziehungsweise diese Bilder, die sind auch von Desenio. So, ja, heute ist irgendwie eh ein ganz aufregender Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, weil ich es bisher noch nie angesprochen habe. Ja, okay, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich habe ein Haus gekauft. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, also wirklich. Ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott. Ja, ich habe ein Haus gekauft. Ein richtiges Haus. Ein richtiges Haus. Ich habe es gekauft. Ja, es ist jetzt so die Sache, warum ich das überhaupt erzähle. Ich war mir erst unsicher, ob ich das erzählen soll, weil, okay, ihr müsst euch vorstellen, ich habe mit YouTube vor 7 Jahren angefangen und ich habe immer ganz, ganz viele von diesen Videos gedreht, mit denen man sich identifizieren kann. Meistens auch eher als Mädchen, aber natürlich auch als Junge, aber halt vor allen Dingen diese typisch Mädchen-Videos. Ich glaube, ihr kennt diese Videos, ne? Und das Ding ist, dass ich deswegen halt auch nie so Videos gedreht habe über mein Privatleben so richtig oder irgendwelche Dinge so berufliche Erfolge erzählt habe oder so, weil ich mir immer dachte, damit kann man sich ja eigentlich nicht so identifizieren, wenn man ganz normal studiert, ganz normalen Job hat und so weiter. Natürlich ist jetzt Influencer mittlerweile auch schon ein anerkannter Job, aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie ist das trotzdem immer noch so ein bisschen ungewöhnlich, ne? Aber deswegen habe ich jetzt halt auch nie solche großen Dinge irgendwie groß erzählt. Aber jetzt dachte ich mir ganz ehrlich, ich freue mich einfach so mega und ich möchte das irgendwie auch gerne mit euch teilen, weil das natürlich auch alles nur durch euch möglich ist. Und deswegen, ja, erzähle ich es euch einfach.
Ich habe ein Haus gekauft. Und zwar nicht jetzt gerade gestern schon, sondern es ist schon ein paar Wochen her. Aber jetzt hat sich das Ganze nochmal so ein bisschen mehr verändert, weil... Okay, das kann ich euch jetzt erzählen, ne? Also ich habe ein Haus gekauft, aber nicht mit der Absicht, um da selbst drin leben zu können, sondern weil ich es vermieten wollte. Ganz halt einfach den Grund, dass ich natürlich schon so ein bisschen in die Zukunft denke, was kann in 20, 30 Jahren sein, beziehungsweise auch wahrscheinlich in 50 Jahren oder so, einfach als Altersvorsorge, wollte ich gerne schon mal sowas haben. Es ist halt echt wichtig, dass man da schon mal dran denkt, weil man bleibt ja nicht ewig jung, ist ja logisch. Und ja, es ist halt einfach eine gute Altersvorsorge, eine gute Absicherung. Da kommt dann halt immer Miete rein und das Haus gehört dann halt einfach einem selbst und man kann damit machen, was man will. Man kann natürlich auch da einziehen. Ich wohne jetzt momentan in einer Mietwohnung, aber falls mir die Mietwohnung zum Beispiel überraschend gekündigt werden sollte oder so, dann würde ich eventuell auch in das Haus halt einziehen können. Also würde dann nicht auf der Straße sitzen, wenn ich so schnell keine neue Wohnung finde. Es hat halt einfach verschiedene Gründe. Und ja, ich freue mich halt einfach unheimlich und weil ihr so ein großer Teil von meinem Leben seid, wollte ich das wirklich sehr gerne mit euch teilen. Ich habe über 2 Jahre gesucht nach einer Immobilie, also nach einem Haus oder auch nach einer Eigentumswohnung, aber letztendlich hat sich das jetzt von dem Preis her nicht so viel getan, deswegen habe ich mich jetzt für ein Haus entschieden und es gefällt mir auch echt super gut. Der Grund, warum ich da jetzt nicht leben möchte, ist folgender. Das Haus ist in meiner Stadt und meine Stadt ist recht klein. Es gibt hier zwar über 100.000 Einwohner, aber irgendwie kenne ich wirklich so jede Ecke und ich bin halt nach dem Abitur nicht weggezogen. Die meisten von meinen Freundinnen sind weggezogen, aber ich bisher noch nicht. Ich will aber auf jeden Fall auch noch nach Düsseldorf ziehen, aber jetzt momentan habe ich es noch nicht hinbekommen. Genau, aber ja, deswegen, das sagt eigentlich schon alles. Ich möchte auf jeden Fall hier nicht für immer wohnen bleiben, deswegen möchte ich auch nicht selbst in das Haus reinziehen. Ja, die Sache ist die, dass ich jetzt halt Mieter gefunden habe, die sich auch direkt mega gefreut haben, da einziehen zu können und die wohnen da jetzt schon. Das ist jetzt der nächste Punkt. Ich wollte euch nämlich eigentlich fragen, ob ihr vielleicht Interesse hättet an einer Haustour. Die kann ich jetzt aber natürlich gerade nicht so gut abdrehen, weil da halt Leute drin wohnen und das ist ja dann für die ein bisschen doof, denke ich mal. Ja, deswegen, ich könnte euch das Haus auf jeden Fall von außen zeigen, wenn ihr das wollt. Wenn ja, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, weil ich weiß überhaupt nicht, inwieweit euch das interessieren würde. Übrigens habe ich auch momentan überlegt, ob ich mal so ein Video mache über meine Erfahrungen mit der Pille. Ich habe da nämlich wahrscheinlich einiges Interessantes zu berichten. Also ich könnte mir vorstellen, eine Sekunde, es hat geklingelt. Ah Leute, ist etwas gekommen und ich freue mich sehr darüber, denn das wollte ich jetzt nämlich gleich noch mit euch auspacken. Aber davor wollte ich euch nochmal ganz kurz zu Ende fragen. Also ich wollte euch fragen, hättet ihr mal Interesse an einem Video über die Pille und meine Erfahrungen dazu? Ja, weil ich dachte mir, es könnte sehr, sehr interessant sein. Genau, oder generell auch dann über andere Verhütungsmethoden, die ich schon ausprobiert habe, wie ich die finde und so weiter. Wenn ihr so ein Video haben wollt, jetzt bin ich gerade aus der Puste, dann schreibt einfach mal in die Kommentare, Pillenvideo, ja, dann weiß ich Bescheid. Okay, aber jetzt kommen wir mal zu diesem Paket hier. Ich verdecke mal gerade meine Adresse, was ich gerade bekommen habe. Und es trifft sich wirklich perfekt, denn dann können wir das jetzt direkt zusammen auspacken. Und ich habe richtig Bock darauf, mal zu gucken, was da drin ist. Das ist nämlich von Glossybox. Ich wusste schon, dass sie mir ein Paket zuschicken. Ich habe mich auch ausgestattet hier mit einem Messer. Hoffentlich spieße ich mich nicht auf. Ich bin immer so ein bisschen tollpatschig, was sowas angeht. Aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr cool, denn ich liebe die Glossybox. Ich hatte früher schon mal eine. Ich glaube, ich habe die sogar damals selbst abonniert. Das ist ja so eine Beauty-Abo-Box, die kann man monatlich bestellen, also kann man halt ein Abo abschließen. Und dann kriegt man monatlich eine Box zugeschickt mit ganz vielen verschiedenen Beauty-Produkten drin. Kann bei dem Abo auch wählen zwischen 3 Monaten, 6 Monaten und 12 Monaten. Und man kann auch immer eine Pause einlegen, falls man mal vielleicht für längere Zeit ins Ausland geht oder im Urlaub ist oder so. Und man kann das Ganze jederzeit kündigen. Auch sehr cool. Das Coole ist, dass ich jetzt einen Rabattcode für euch habe, was sehr, sehr gut ist. Denn ihr kriegt damit tatsächlich 20% auf jedes Abo. Also müsst wirklich 20% immer weniger bezahlen. Das Ganze gilt aber nur, wenn ihr euch bis Ende August anmeldet. So sieht das Ganze aus. Und mir wurde schon vorab gesagt, genau, dass mir 2 Boxen sogar zugeschickt werden. Einmal jetzt hier links, das ist die normale Glossy Box, die Birthday Edition. Und dann ist hier drin noch eine 2. Box, die sieht auch sehr lustig aus. Das ist
die Glossy Box Super Edition. Genau, die gibt es auch momentan. Diese Box kann man auch immer im Abo bestellen. Und was hier richtig cool ist, ist, dass es einen Warenwert hat von 230 Euro. Aber die Box jeden Monat nur 45 Euro kostet. Also das ist echt krass. Ich setze euch auch den Link zu dieser Box mal in die Infobox. Ich finde das echt so süß, immer verpackt. Guck mal bitte, wie schön. Oh, das ist echt, das ist irgendwie so ein Traum. So als, ich weiß nicht, ich liebe ja eh Überraschungen. Und dann monatlich so eine Box nach Hause zu bekommen, ich glaube, das wünscht sich jeder. Cool, hier sind richtig viele Sachen drin. Ich sehe schon. Einmal so ein Cognac-Schwamm zum Beispiel. Die sind ja auch mega gehypt momentan. Von Pixi. Ein Blush. Oh, wie schön. Außerdem noch zum Beispiel hier ein Nagellack. Lippenprodukt. Ja, irgendein Lippenprodukt. Auch richtig cool. Diese Firma kenne ich halt noch gar nicht. Das ist echt das Spannende, dass man da immer wieder neue Firmen auch kennenlernt. Neue Beauty-Marken. Eine Haarmaske. Sieht auch mega schön aus. Ja, und viele andere Produkte. Also das ist die Superbox, wie gesagt. Der normalen Glossy Box, das ist diese hier. Die hat diesen Monat auch ein ganz besonderes Design, wie ihr sehen könnt. Also die sieht sonst auch sehr süß aus, aber jetzt sieht sie eben besonders süß aus, weil es die Birthday Edition ist. Und zwar sieht man auch hier vorne direkt den Flyer drin. Es gibt Glossy Box jetzt nämlich schon 8 Jahre. Die haben normalerweise einen Warenwert von 50 bis 70 Euro. Oh mein Gott, aber diese Box kostet monatlich nur 15 Euro. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt mal einen Rabattcode eingibt, also Glossy Laura, dann zahlt ihr halt 20% weniger. Also nur 12 Euro, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, monatlich. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal hier rein. Ich zeige euch den Inhalt schon mal so. Wie hübsch sieht das bitte aus? Und zwar ist hier drin, oh wie cool, das wollte ich schon mega lange ausprobieren, Body Joghurt von The Body Shop. Zahnpasta zum Beispiel. Außerdem ist hier auch noch ein Pinsel drin von Luvia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mega schön mit dem Rose Gold. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann auch noch ein Blush. Dieses Blush hat auch richtige Verpackungsgoals, könnte man sagen. Und dann ist hier drin auch noch eine Maske. Ah, sehr cool. Die gibt es jetzt neu bei DM. Die habe ich dort nämlich auch schon gesehen. Ich hoffe, euch hat jetzt dieses Unboxing gefallen und generell auch dieses Live-Update von mir. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf eine Haustour und auch auf ein Pillenvideo. Und ansonsten verlinke ich euch hier am Rand noch meine zwei letzten Videos. Die Links zu den Videos findet ihr auch in der Infobox. Ich habe euch alle lieb und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao!